Absolute Premiere in Berlin. Zum ersten Mal können sich Rollstuhlfahrer hier im sogenannten Wheelchair Motocross auf die Rampen und Halfpipes wagen. Dennis Knoll ist einer von ihnen. Ja, es war spannend. Also ich habe früher mal Rollstuhlbasketball gespielt und bin jetzt ein bisschen auf der Suche halt für die ein oder andere sportliche Aktivität für mich. Und das war schon cool. Also man merkt halt, dass sich der Rollstuhl natürlich bei so einem Rampen oder in der Halfpipe irgendwie anders verhält. Und man muss halt erstmal auschecken, wann fällt der Rollstuhl nach hinten um, wann fällt man zur Seite um und wie versucht man sich abzufangen. Und ich bin auch einmal umgeflogen. Ich weiß nicht, also jetzt geht es mir noch ganz gut, aber vielleicht merkt man die Stellen dann später, wo man sich abgefangen hat. Veranstalter ist der Verein Drop-In, der ein Forum für interkulturelle und politische Bildung bieten möchte. Workshop-Trainer und Vorbild ist David Lebuser, Deutschlands erster Profi im Wheelchair-Motocross. Er belegte den dritten Platz bei den Weltmeisterschaften und hat sich international etabliert. Kostet das viel Überwindung? Es ging eigentlich, aber dadurch, dass es das erste Mal war, dass man halt hingefallen ist, ne? Man kann halt sonst auch ganz gut aus dem Rollstuhl fliegen und man weiß eigentlich, wie man sich dabei abfängt, aber jetzt mit dem Skaten war jetzt halt doch die erste Erfahrung heute. Der Workshop soll der Startschuss für eine Rollstuhl-Skater-Community sein, die sich hier im geschützten Raum entwickeln kann. Ja, also ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal machen, weil es heute halt wirklich das erste Mal war und ich denke, da muss man halt einfach noch mehr Erfahrung sammeln und ich finde es auf jeden Fall cool, was David und Lisa machen und auch was die Skatehalle hier so vorhat, dass das alles regelmäßiger stattfindet. Es sollte, glaube ich, in etwa alle 2 Wochen einen Workshop geben oder die Möglichkeit hier zu skaten.